Sieht ja schon sehr zentral aus irgendwie, ne? Ich habe eine Zentralbank, meine lieben Freunde. Ab jetzt kann ich Devisenhandel betreiben. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur City State 2. Ich bin voll der Sucht verfallen, meine lieben Freunde. Und ich kann an der Stelle auch gleich mal sagen, ich bin doof gewesen beim letzten Mal, in den letzten zwei Sessions, die ich aufgenommen habe. Denn ich habe eine ganz, ganz wichtige Sache nicht gecheckt. Und zwar habe ich mich ja gefragt beim letzten Mal, warum kann ich eigentlich nicht manche Policies machen hier unten. Ja, ich soll ja für die Freischaltung bestimmter Gebäude, soll ich eine bestimmte Anzahl Policies haben. Warum kann ich denn hier nicht noch weitere zuschalten? Wie schalte ich die denn frei? Ich hab's nicht gecheckt, dass ich die ganze Zeit immer nur im Government-Reiter gewesen bin. Also im Regierungsreiter, Regierungsgesetzgebung. Was ich nicht gecheckt habe, sind, dass es hier noch andere Reiter gibt für Society, also für Gesellschaft und für Economy, für Wirtschaft. Die habe ich nicht, gesehen. Ich dachte, das wären die Reiter, wo man dann zur Statistik switcht. Und man muss dazu auch sagen, in den letzten Tagen war es natürlich immer noch sehr heiß gewesen. Jetzt mittlerweile hat es sich ein bisschen abgekühlt. Und kaum hat es sich mal ein bisschen abgekühlt und mein Gehirn kocht nicht mehr im eigenen Saft, schon checke ich, dass hier oben noch Reiter sind, wo ich noch weitere Gesetzgebungen auswählen kann. Man kann übrigens, wenn man dann mal ein Kapitol hat übrigens, kann man sogar Custom-Gesetze erstellen. Also ich kann eigene Gesetze aus Bausteinen zusammensetzen selber. Das ist natürlich auch sehr geil. Das hier haben wir ja gemeinsam gemacht, mehr oder weniger hier. Die Gesetzgebung bei Government. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich bei Economy zum Beispiel gemacht habe. Tariffs. Tariffs sind Zölle. Und übrigens, wenn ihr das hier feiert, natürlich an der Stelle auch der ganz wichtige Hinweis. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Und wenn ihr die anderen Folgen nicht gesehen haben solltet, rechts oben in der Ecke ist immer die Playlist verlinkt am Anfang oder am Ende ist er auch nochmal verlinkt. Genau, also bei Zölle auf importierte Güter habe ich Low, also niedrige Zölle. Ja, weil wir wollen ja nicht komplett den Import abwürgen. Wir sind ja teilweise, nicht bei allen Sachen, aber wir sind bei einigen Sachen ja noch sehr abhängig vom Import auch. Wenn wir hier mal gucken, wir haben wir haben eine positive Handelsbilanz jetzt. Wir exportieren mehr, als wir importieren. Das heißt, ja, das wirkt sich auch gleich auf die Inflation aus. Die ist nämlich deutlich gefallen. Zumindest hier in diesem Quadrat ist das so. Genau, so, also niedrige Zölle habe ich gemacht. Dann habe ich hier bei Finanzierungen, das sind quasi, das ist ja Finanzmarkt, Kapitalmarkt kannst du eigentlich sagen, so grob gesagt. Keine spezifische Regulation, mein Finanzmarkt ist unreguliert, tatsächlich. Man kann riskante Finanzfirmen und Produkte, Finanzprodukte regulieren hier. Das kostet aber, glaube ich, das kostet noch kein Geld, genau. Ich kann alle Finanztransaktionen kontrollieren, das kostet auch kein Geld. Und ich kann Privatbanken komplett verbieten. Also ich kann sagen, der Bankensektor ist komplett staatlich und dann geht das Geld, was über den Bankensektor abgewickelt wird, komplett über meine Bilanz. Das heißt, das ist dann, das wäre dann, da würde ich Geld verdienen mit den Finanztransaktionen. Ich habe aber keine Regulation gemacht. Also die können handeln und machen, wie sie lustig sind. Und auch Finanzprodukte machen. Ja, Bitcoin ohne Ende, sage ich nur. Starting a Business, das sind quasi Neugründungen. So, und da habe ich mal dafür gesorgt, dass die Bürokratie ein bisschen abgebaut wird, weil das war auch ein bisschen ein Problem. Wir haben nämlich eine Korruption von 11%. Und damit das nicht so ganz so krass ausufert, habe ich einfach gesagt, wir machen nur eine Deklarationsform, also so eine, ja, wie sagt man, formlos, könnte man sagen, formloser Antrag. Dann hätte man noch die Möglichkeit, 3 Tage eine simple Verifikationsprozess zu machen, also einen Abnahmeprozess, der 3 Tage dauert. Hier haben wir einen 14 Tage andauernden extensiven, also intensiven Verifikationsprozess. Und hier beim letzten Punkt müsste eine spezielle Regierungsgenehmigung benötigt sein, wenn man ein Unternehmen gründen will. Und da sehen wir schon, wenn ich das machen würde, dann würde die Bürokratie auf 3% hochgehen. Tatsächlich. Lustigerweise sinkt dabei die Verschmutzung. Wenn ich das mache, dann steigt die Verschmutzung. Interessant. Dann haben wir hier Innovation. Da geht es um die Subventionierung von Forschung. So, da habe ich halt Subventionierung von Forschung gemacht tatsächlich. Das kostet ein bisschen Geld, aber fördert halt die Bildung und auch die Gesundheit tatsächlich. Und den Economic Freedom. Der Economic Freedoms Index steigt dadurch. Ich könnte auch sagen, Forschung muss
genehmigt sein oder Forschung kann nur durch die Regierung durchgeführt werden sozusagen. Aber ich nehme mal an, das wird wahrscheinlich Economic Freedom auf minus 2 packen. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Genau, und Advanced Manufacturing leidet dadurch halt, ne? So erklärt sich halt auch jetzt meine noch höhere Advanced Manufacturing Nachfrage, ja? Also ich locke dadurch halt Hightech-Industrie rein, weil wenn ich denen ihre Forschung subventioniere, dann wollen die natürlich auch hierher, ne? Also ich sorge für Anreize. Dann haben wir hier Copyrights and Patents, das ist so Intellectual Property, also Copyright. Intellektuelles Eigentum schützen sozusagen. Ich kann mich dazu entscheiden, komplett gar keine Patente und Copyrights zu machen. Das wäre etwas, was den Linken sehr in die Hände spielt, weil, ich sag's mal so, Patente und Copyright, beziehungsweise eigentlich mehr Patente tatsächlich, sind tatsächlich ein Maßstab dafür, wie fortschrittlich eine Gesellschaft ist. Weil je mehr Patente eingereicht werden, je mehr Patente registriert werden, desto mehr Innovation findet ja quasi statt und desto eher sind Firmen in der Lage, diese Patente zum eigenen Vorteil halt zu nutzen, kommerziell zu nutzen. Wenn ich jetzt Patente abschaffen würde, würde das bedeuten, dass eine Innovation nicht mehr kommerziell genutzt werden kann und damit könnte man mit Innovation keine Gewinne mehr machen, damit würde Innovation stagnieren, weil niemand mehr das Risiko eingeht, Innovationen zu machen, weil Innovation immer mit Risiko verbunden ist, weil man ja nicht weiß, ob es funktioniert oder nicht. Das heißt, das ist eine ganz schlechte Option eigentlich, wenn man Wirtschaftswachstum haben möchte. Man, oder aus meiner Sicht ist es sinnvoll, tatsächlich alles zu kriminalisieren, was die Verletzung von Intellectual Property betrifft. Deswegen habe ich hier die härteste Stufe gemacht. Das führt auch wiederum dazu, dass Advanced Manufacturing natürlich steigt, weil die Firmen, die hohe Investitionskosten haben im hochwertigen Bereich, im höherstufigen Technologiebereich, die wollen natürlich nicht, dass ihre Intellectual Properties irgendwie und ihre Patente halt nichts mehr wert sind und natürlich kommen die dann zu mir. Basic Manufacturing leidet natürlich, weil die haben natürlich nicht diese Innovationskraft und sind dann eher am Stagnieren tatsächlich. Office genauso, weil Büro, also hier Finanzprodukte, hast du nicht gesehen, die leben ja auch quasi davon, das auszuwerten, auszuschlachten, also zu verwerten. Genau, und Retail leidet natürlich, weil die haben natürlich auch keine Innovationskraft. Retail ist ja nur Verkaufen von dem, was sowieso schon da ist. Genau, dann haben wir das eingestellt. Dann habe ich hier, ihr seht schon, wie lange das dauert, das alles durchzugehen, oder? Das ist heftig. Aber so, das ist halt das Geile daran, weil das so viel möglich ist. Genau, Retail Regulation, Einzelhandelsregulation. So, da habe ich einfach nur eingestellt, dass ich die unlizenzierten und quasi informal, also die nicht offiziellen Händler, also die, die sich nicht registriert haben, dass ich die verurteile sozusagen. Also man könnte das auch gar nicht regulieren, das finde ich dann wieder nicht so gut, weil gerade beim Einzelhandel ja, sollte es vielleicht doch ein bisschen Kontrolle geben. Na, nicht, dass irgendwelcher Mist verkauft wird. Beim Finanzmarkt, da können sie ruhig Mist verkaufen, das ist egal, sollen sie Geld machen. Hier wird ein bisschen geguckt, aber auch nicht zu viel geguckt, ja, nur so ein bisschen. Genau. So, dann haben wir hier Clean Air. Was habe ich denn da eigentlich gemacht? Genau, da habe ich Zusatzsteuern auf verschmutzende Industrien in urbanen Gegenden erhoben. Also das heißt, wenn jetzt in dicht bevölkerten Gebieten Industrie sich ansiedelt und das ist eine schmutzige Industrie, dann muss die zusätzliche Steuern zahlen. Wenn sie sich außerhalb ansiedelt, ist es nicht schlimm. Also wenn sie sich weit entfernt ansiedelt, muss sie keine Steuern zahlen. Nur wenn sie nah an der Stadt ist. Genau. Ja, dann könnte ich auch noch alle besteuern, egal wo die sind. Also alle schmutzigen Industrien. Ich könnte auch jede Tonne CO2, die ausgestoßen wird, könnte ich auch besteuern, aber naja, da würde ich natürlich die meisten Steuereinnahmen generieren, ne? Ich mache aber nur das hier, weil wir wollen ja nicht komplett das Basic Manufacturing abwürgen. Wir wollen es nur nicht direkt vor der Haustür haben, ja? Wir wollen die Umwelt schützen vor der Haustür, aber nicht überall. Also, die kann ruhig woanders verschmutzt werden, sozusagen. Genau, haben wir das so gemacht. Dann habe ich hier, was habe ich noch gemacht? Das war jetzt Economy, genau. Society, da wird es auch nochmal lustig. Religionsfreiheit. Absolute Toleranz, jeder darf glauben und machen und tun, was er, wie er lustig ist. Finden die Linken natürlich super. Und Economic Freedom Index steigt dann auch gleich direkt. Hier das andere wäre zum Beispiel, dass ich an staatlichen Schulen die Staatsreligion unterrichten könnte. Oder ja, dass ich die Staatsreligion durchsetzen kann gegenüber anderen Glaubensrichtungen. Oder ich kann sogar alle Religionen verbieten.
Das ist natürlich, da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen mit geliebäugelt, muss ich sagen, ja. Aber dann sinkt halt sofort der Economic Freedoms Index und Bürokratie würde sinken, das ist hochinteressant, ja. Ich meine, gut, hier vorne sinkt auch Bürokratie, aber nicht so stark. Ja, und natürlich Religiosität würde komplett auch minus 10%, ja. Sicherheit würde steigen, ist auch interessant. Aber ja, ich mache lieber das. Sollen sie alle glauben, was sie wollen, ist mir eigentlich Wurst. Ich sag immer, die sollen alle glauben, was sie wollen, solange sie mich damit in Ruhe lassen. So, solange ich nicht das glauben muss, was sie wollen, dann ist alles gut. So, hier sind wir bei Geschlechtergleichheit sozusagen. Das ist auch interessant. So, da habe ich gar nichts gemacht, tatsächlich. Man hat die Wahl, ob man Awareness-Programme in Schulen macht für Geschlechtergleichheit. Man kann auch die Gleichheit der Geschlechter in Firmen zwanghaft durchsetzen. Also das ist quasi die Frauenquote, könnte man sagen. Und man kann positive Diskriminierungspolicies für Frauen machen. Also das heißt, dass Frauen quasi ja wichtiger sind eigentlich als Männer. So es ist Feminismus, kannst du eigentlich sagen. Hardcore-Feminismus. Und ich habe aber nichts gemacht in der Richtung. Ich meine, ich bin Mann, warum sollte ich das tun? Das macht keinen Sinn. Insofern raus da. Und genau, was haben wir hier? Gambling, Glücksspiel. License required habe ich gemacht, weil dann kriege ich ein bisschen Geld aus dem Glücksspielsektor und die können trotzdem ihr Glücksspiel machen und damit ist das ein bisschen reguliert, aber nicht zu krass reguliert und da sind irgendwie alle glücklich, glaube ich. Economic Freedom Index ist höher, ist auch mehr oder weniger, ja, von den anderen Werten her okay. Social Ladder ist da ein bisschen negativ dadurch, aber passt eigentlich alles. Genau, oh, jetzt sinkt mein Advanced. Ich muss, glaube ich, mal gleich. Ich erkläre, glaube ich, zu lange, verdammt. Das dauert viel zu lange, das alles zu erklären, Mann. Ich muss mal pausieren. Ich muss gleich die Schulen wieder ausbauen, glaube ich. Ja, die Schulen sind schon wieder prappenvoll. Genau, ich könnte auch alle Casinos und komplett. Also alle Casinos verbannen komplett. Ich könnte aber trotzdem Sportwetten erlauben. Also keine Casinos, sondern nur Sportwetten. Ich könnte auch das ganze Glücksspiel verbieten komplett. Wo sind wir jetzt? Gambling. Okay, jetzt sind wir bei Human Cloning. Da habe ich noch nichts eingestellt. Ah, da können wir gleich mal gucken, was wir da einstellen können. Ich kann erlauben, dass also das Klonen und Genforschung durchgeführt wird. Ich kann Genforschung erlauben und Klonen verbannen. Das ist voreingestellt. Was haben wir denn hier, wenn das... Oh, Alter, von den Rechten habe ich minus 70% Zustimmung, wenn ich Klonen und Genforschung erlaube. Natürlich, weil die natürlich kirchlich orientiert sind, ne? Konservativ, das Gen darf nicht verändert werden, das Leben ist zu schützen im Mutterleib und hast du nicht gesehen. Allow for research purposes. Ich kann es nur zu Forschungszwecken erlauben, das ist komplett neutral, aber senkt schon den Economic Freedoms Index tatsächlich ein bisschen. Und ich könnte alles verbieten, was mit Genforschung zusammenhängt. Ich mache natürlich das hier. Also Klonen muss nicht unbedingt sein, aber Genforschung zu machen, finde ich schon richtig eigentlich. Also, soll ich auch einstellen, ne? Hier, machen wir mal Enact. Genau. So, dann haben wir hier Online Freedom, also quasi Internetrecht. Alle Webseitenbetreiber können ihre eigenen Regeln machen, habe ich gemacht. Es ist erstaunlich, dass das die Korruption erhöht, ehrlich gesagt. Hätte ich nicht gedacht. Aber klar, wenn sie alle selber so walten und schalten können, wie sie wollen, führt das wahrscheinlich auch zu Bestechung möglicherweise. Es senkt das Bildungsniveau. Ist interessant. Das ist ein interessantes. Was passiert denn, wenn ich Pop-Up-Spam... was? Pop-Up-Spam to inform about privacy? Ach so, es gibt Pop-Ups, die dich über die Privatsphäreneinstellung informieren. Ja, da steigen die Bürgerrechte direkt. Aber hat keine andere aus, obwohl Office. Ja, Office wird ein bisschen weniger gefördert. Dann haben wir hier, alle Webseiten müssen freie Rede garantieren. Das finden die Rechten super. Die Linken finden das nicht gut, siehst du? Das ist interessant. Bürokratie würde sinken dadurch. Ich meine, das ist natürlich auch irgendwie geil, ne? Advanced Manufacturing würde da eine schlechtere Nachfrage bekommen. Freie Rede garantieren. Usernamen und Anonymität verbieten. Ah, also da würde ich quasi Klarnamenpflicht einführen. Okay, da würde die Bürokratie sinken? Echt? Bei Klarnamenpflicht würde die Bürokratie sinken? Das glaube ich nicht, du ganz ehrlich. Obwohl, er ist ja Korruption. Ja doch, stimmt. Wenn alle mit ihrem richtigen Namen unter... Ja,
Naja, das ist halt die Frage, ob das wirklich so wäre, ne, am Ende. Aber ja, das Spiel sagt halt, das wäre so. Auf jeden Fall Civil Rights. Ich glaube eigentlich, das ist gar nicht so schlecht, wenn die Webseiten freie Rede garantieren müssen. Aber das ist immer so die Frage, was ist freie Rede dann am Ende des Tages, ne? Ich glaube, ich lasse das erstmal so auf. Alle Webseiten können ihre eigenen Regeln machen. Ich glaube, das ist... Sollen sie erstmal machen. Bisher hat es nichts geschadet, von daher. So, was haben wir hier? Internationale Adoptionsrechte. Ah ja, da habe ich einfach Non gemacht. Du kannst denen quasi bei einem bestimmten Einkommen erst erlauben, dass sie aus dem Ausland Kinder adoptieren können. Du kannst auch das einstellen, dass alle irgendwie Kinder adoptieren können, ohne Vorgaben. Du kannst auch Waisenhäuser bauen, die Programme haben, dass sie dann im Ausland dafür werben, dass es ein Adoptivkindprogramm gibt und so. Ja, also es geht auch. Ich meine, so sinkt halt die Geburtenrate, wenn ich das gar nicht fördere irgendwie. Aber ich weiß nicht, das heißt ja, dass ich es nicht reguliere eigentlich. Das müsste ja eigentlich bedeuten, dass jeder das machen kann, wie er lustig ist. Es wird aber auch nicht gefördert, also von daher, ja. Ich weiß halt nicht, wie sich das... Würde wahrscheinlich dazu führen, dass mehr Kinder... Also mehr Einwanderung passiert wahrscheinlich, keine Ahnung. Und hier ist Waffenrecht. Das ist auch schön. Da habe ich mal ein bisschen mehr die Klammern angelegt. Es ist für den Verkauf und für den Besitz ist eine bestimmte Lizenz erforderlich. Ja, also du kannst nicht einfach hier... Keine Restrictions, ne, Waffen für alle ist nicht. Semi-Automatik-Waffen, also halbautomatische Waffen und Handfeuerwaffen kannst du komplett verbieten auch. Und du kannst es für alle Zivilisten verbieten, Waffen zu tragen. Also, ja, das ist dann halt die komplett waffenfreie Gesellschaft. Ich meine, ganz ehrlich, wer das nachweisen kann, dass er da vernünftig mit umgehen kann, der soll halt von mir aus Waffen tragen. Aber ich glaube, so ist es ja bei uns auch eigentlich. Also, das ist ja unser Modell. Das hier wäre das amerikanische Modell, keine Restriktion, und das ist unser Modell. Also von daher, alles wie es sein soll, würde ich sagen. Ja, und das ist es eigentlich. Und hier kann man halt eigene Policies noch machen tatsächlich. So, jetzt habe ich tatsächlich genug Policies eingestellt, damit ich jetzt die Zentralbank bauen kann. Und jetzt kann ich tatsächlich ausländische Währung kaufen, wenn ich das mache. So, da müssen wir mal gucken. Die bauen wir jetzt einfach mal. Wo bauen wir denn die hin? Die bauen wir mal hier vorne hin, die Zentralbank, würde ich sagen. Guck mal, die bauen wir mal hier hin. Und die sieht ja schon sehr zentral aus irgendwie, ne? Ich habe eine Zentralbank, meine lieben Freunde. Ab jetzt kann ich Devisenhandel betreiben. So, jetzt muss ich aber erstmal schauen. Ich muss mal schnell meine Schulen wieder ausbauen. Die Schulen haben schon wieder nicht genug Kapazität. Moment, wo sind sie denn? Wo sind sie denn, die Schulen? Ich muss mal hier das Bildungsoverlay mal aufmachen. Weil wir brauchen nämlich auch bestimmte Bildungswerte, um bestimmte Effekte und Sachen freizuschalten dann auch. Ah, okay, die Highschool ist es. Wir brauchen mal wieder eine Highschool. Hier kann ich noch eine Elementary School upgraden. Das mache ich jetzt einfach mal schon. Und, wo hatte ich denn eine Highschool? Hatte ich noch irgendwo eine Highschool, die nicht upgegradet ist? Haben wir noch eine Highschool. Sehr schön. So, dann lassen wir das mal ablaufen. Da müsste nämlich Advanced Manufacturing in der Nachfrage wieder steigen. Das ist, wie gesagt, ein bisschen eine primitive Korrelation, muss ich sagen. Das ist nicht ganz so schön gemacht, weil im Grunde kannst du eigentlich sagen, wenn du Advanced Manufacturing haben willst, ist das Wichtigste, was du machen musst, die Schulen immer so weit ausbauen, dass die Kapazität immer mehr Schüler zulässt, als du halt hast. Und dann musst du halt schauen, dass du immer die Lehreranzahl auf Maximum drehst. Das finde ich ein bisschen, ist eine sehr simple Korrelation irgendwie. Aber naja, es ist halt, trotz aller Komplexität sind manche Sachen dann eben doch ein bisschen einfach gehalten, ja, sonst würde es natürlich auch vielen wahrscheinlich einfach mal im Kopf wachsen, das Spiel. So, jetzt haben wir die Zentralbank. Jetzt können wir in der Bilanz Dollar kaufen. Entfernt Cash aus der Bilanz und reduziert Inflation. Wie sieht denn unsere Inflation aus? Wir haben jetzt 0,9% Inflation. Wenn ich jetzt Dollar kaufe, 20.000 US-Dollar habe ich jetzt gekauft. Für 195.000. Jetzt habe ich nochmal Dollar gekauft. 40.000 Dollar habe ich gekauft. Und wir haben jetzt eine Inflation immer noch 0,9. Ich meine, gut, die ist relativ niedrig, weil ich jetzt auch Landwirtschaft hier betreibe. Ich weiß nicht, ob sich das überhaupt jetzt auswirkt so direkt, wenn ich das jetzt mache. Ich könnte auch Geld drucken jetzt wahrscheinlich.
Adds Cash, also fügt Cash zur Bilanz hinzu, erhöht die Inflation und reduziert den Wert der nationalen Währung. Also diese CSD-Dollar hier, die City-State-Dollar, die würden dann fallen. Genau. Ich will jetzt noch einmal Dollar kaufen. Ihr habt da gesehen, ne, da sinkt dann der Wert der Lokalwährung. Und, also beziehungsweise eigentlich, er steigt im Vergleich zum Dollar, weil... Nee, Moment, er sinkt, er steigt. Wenn ich Dollar kaufe, dann... Das ist... Devisenhandel, das ist... Ich habe immer versucht, dahinter zu steigen. Das ist alles nicht so einfach. Da kannst du sich so schnell... Da kannst du schnell Gehirnknoten kriegen bei Devisenhandel. Das ist ganz übel. Aber ich glaube, ja, es wird halt... Es sinkt halt der Wert der Lokalwährung. Es wird halt... Die Währung wird halt stabilisiert dadurch. Weil ich halt quasi in einen werthaltigeren Gegenwert reinpacke. Irgendwie so ähnlich. Keine Ahnung. Das ist schwer zu erklären. Auf jeden Fall... Ja, ich kann das jetzt definitiv machen. So kann ich jetzt eigentlich noch Policies noch machen, neue, bei Economy. Nee, kann ich nicht. Was ist denn jetzt die nächste Freischaltung? Wenn wir jetzt hier mal gucken. Oh, was ist denn hier? Ah, Wasser, Wasser, Wasser. Wir brauchen mehr Wasser. Wasser, Wasser. Eine Wasserpumpe brauchen wir mal wieder. Eine neue Frischwasserpumpe. Machen wir die mal dahin. So, jetzt neben das Atomkraftwerk, ja. Wasserpumpe für Trinkwasser neben das Atomkraftwerk kann man mal machen. Jetzt wollte ich gucken, hier Schreifhaltung, genau. Für ein Kapitol brauche ich 300.000 Menschen und 30 Policies. Mhm. Ah, Universität ist hier schon freigeschaltet. Warte mal, die können wir gleich mal erforschen. Sehr schön, ich habe die Uni. Damit können wir unseren Bildungsstand noch weiter erhöhen. Das ist gut. Was kostet mich die Universität? Universität kostet 48.000 und monatliche Kosten von 2.140. Das können wir doch gleich mal machen hier, würde ich mal sagen. Wir haben eine Universität. Nice. Die sieht ja cool aus. Guckt mal, mit schwebenden Quadraten. mit schwebenden Räumen und Gängen. Das ist ja faszinierend hier. Kann man die auch upgraden? Nee. Aber da kann ich auch fiktive Jobs schaffen. Oh, guck mal, jetzt haben wir einen Bildungsstand von A. Das ist gut. Warte mal, da kann ich doch wahrscheinlich sogar... Kann ich da die Archäologie da jetzt schon freischalten? Warte mal, wie sieht unser Bildungslevel aus? 69. Okay, 69 ist schon mal ganz gut eigentlich. Müssen wir mal schauen, dass das noch ein bisschen höher geht. Sicherheit ist gerade ein Problem. Warte mal, da muss ich mal gucken. Polizei. Da müssen wir noch mal eine Polizei bauen. Da machen wir mal... Ah, hier ist ja noch eine. Habe ich die schon geupgradet? Nee, habe ich nicht. Okay, dann machen wir die mal... Machen wir da mal ein Upgrade. Sehr gut. So, jetzt haben wir wieder die Sicherheit gesteigert. Bildung steigt jetzt. Auf 70 schon gestiegen. Jetzt ist die Frage, sind die Schulen von der Kapazität her jetzt eigentlich noch... Policy Score 56 von 100. Capacity Score 100 von 100. Employee Score 100 von 100. Grade 85 von 100. Policy Score könnte man vielleicht nochmal versuchen, ein bisschen hochzudrehen. Wo sind wir jetzt eigentlich in der politischen Landschaft? Ah, guck mal, wir sind jetzt eine kapitalistische Republik. Vorher waren wir ja eine elitäre Republik, jetzt sind wir eine kapitalistische Republik. Wahrscheinlich, weil ich sehr wirtschaftsfreundlich entschieden habe bei vielen... Entscheidungen tatsächlich. Das ist ja faszinierend. So, jetzt haben wir die Uni. Jetzt haben wir die Zentralbank. Kann ich bei der Zentralbank? Bei der Zentralbank kann ich auch fiktive Jobs schaffen. Wenn die Arbeitslosenzahl jetzt durch die Decke gehen sollte, kann ich einfach fiktive Stellen erzeugen. Bei den ganzen bürokratischen Positionen da. So, jetzt machen wir noch ein paar Wohnhäuser. Wir müssen ein bisschen wachsen noch. Wobei die Frage ist, soll ich das wirklich hier machen, wo die Zentralbank... Da würde ich vielleicht nochmal ein bisschen Büro aufbauen. Ich mache mal hier noch ein paar Wohnhäuser, so ein bisschen auf diese Inseln, die mal verteilen. Aber schöne große Wohngebäude, hier sind richtig fetten, dicken, großen, dicken, fetten. Fetten, dicken, großen. Aber hier geht's irgendwie nicht. Warum geht das dann nicht? Was ist da los? Jetzt geht's. Genau, schön die großen Felder aufziehen, dass wir da schöne große Wohngebäude bekommen. Schön am Wasser hier, ist doch auch eine schöne Location. So, hier, so Dubai-mäßig. Schön so Wolkenkratzer an den Strand bauen quasi. Nice. Und dann vielleicht noch so ein Yachthafen hier vorne wieder. Erhöht ja, die Yachthäfen erhöhen die Grundstückspreise ganz schön, ist mir aufgefallen. Ein Pool, ah, ein Pool, sehr schön. Warte, der ist neu, der ist neu, der ist neu. Den habe ich vorher noch nicht gehabt. Den machen wir mal hier so hinten in den Hinterhof, oder? Ach, no, okay, der Pool muss an der Straße sein. Ah, hier sind Slums.
Warum sind hier so viele Slums? Was ist da passiert? Wer ist dafür verantwortlich für diese Eskalation? Wie viel? Alter, ja, die Slum-Nachfrage sinkt eigentlich, weil wir jetzt neue Häuser gebaut haben. Also normalerweise müsste das eigentlich klar gehen hier. Jetzt verschwinden sie. Okay, sie verschwinden, die Slums. Da sieht er das, wie die kleinen Häuschen da, die Wellblechhäuschen verschwinden. Und sofort steigt wieder die Nachfrage nach Housing. Ich reiß die jetzt hier ab, warte. Ah, sind weg. Jetzt kann ich spawnen, warte. Dann mach das mal so hier hin. Und dann mach mal... Wow! Bitte, wie cool sieht das denn aus, ey? Voll krass. Boah, man kriegt hier so geile Anregungen in dem Spiel für architektonische Konstruktionen auch. Also so rein... Ne? Also ich finde das schon geil. So für Saat ist auch. Mal wieder was nachbauen und so. Wäre mal wieder eine schöne Sache. So, jetzt wird hier auch gebaut. Sehr schön. Immer schön Häuser bauen, Häuser bauen. Mach mal hier diesen Slum weg. Diesen hässlichen. Ich will da ein Wohnhaus bauen noch. So. Will ordentliche Häuser hier haben. Sehr schön. So, hier macht man mal noch Büros. Da hat man auch eine ziemlich hohe Nachfrage. Ah, ne, Retail ist eigentlich. Egal, ich mache trotzdem Büros. Machen wir mal ruhig hier die großen wieder, die großen Flächen. Ja, geht nicht so richtig gut da an der Stelle. Ja, irgendwie will er das da nicht machen. Egal. Straßen. Dann hier nochmal eine Straße. Und dann verteilen wir hier noch ein paar Gebäude. Und dann hier nochmal ein bisschen... Hier gehen die großen, genau, guck mal. Wir wollen hier die dicken Fische haben. Ja, mach's mal so, genau. So, dann können wir hier noch Parks bauen an der Seite. So, und hier müssen wir auch noch mal schauen, dass wir noch ein bisschen mehr Advanced Manufacturing bauen. Ja, ah, so viel Platz ist da gar nicht. Egal, machen wir das so. So. Und hier können wir noch Parks... Genau, bei der Industrie muss man tatsächlich auch Parks bauen. Also, ne, um die Grundstückspreise halt hochzuhalten. Deswegen mache ich das jetzt da einfach mal. Die braucht auch hohe Grundstückspreise. Gerade die Hightech-Industrie braucht recht hohe Grundstückspreise. Genau, so jetzt wird da wieder gebaut. Das ist gut. Die Nachfrage sinkt jetzt ein bisschen. Perfekt. So, wie kriege ich denn jetzt hier die letzten paar Stockmarket? Guck mal, hier kann man auch einen Aktienmarkt etablieren tatsächlich. Da würde mich mal interessieren, wie kriege ich das denn jetzt eigentlich? Habe ich noch irgendwie eine Behörde, die ich noch nicht gebaut habe? Department of Social Affairs. Department of Commerce. Kann man das noch upgraden? Weil wir haben doch schon so ein Commerce-Ding gebaut. Wo war denn das? War das nicht das hier? Department of Social Affairs, genau. Ah, jetzt ist wieder hier irgendwann... Ah, Gesundheitswesen muss verbessert werden. Wo ist ein Krankenhaus? Beziehungsweise man muss anders fragen. Wo ist ein Krankenhaus, das wir noch nicht voll geupgradet haben? Sind alle schon mehr oder weniger. Da machen wir mal hier noch ein Krankenhaus gegenüber von der Uni, würde ich sagen. Krankenhaus, genau. Oder ist es hier nicht so? Nee, das ist kein Krankenhaus. Was war denn das da nochmal? Ah, Police Station. Ja, okay. Ja, dann passt das. Sehr schön. Und dann vielleicht hier noch Parks bauen. So. Schön gegenüber vom MI6-Gebäude hier. So, und dann noch einen Brunnen in die Mitte vielleicht. Haben wir einen Brunnen? Ja, sowas hier. Nice, guck mal. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar, meine lieben Freunde. Wunderbar. Uni hat eine Kapazität von 24.000. Nice. Und wie sieht es bildungstechnisch? 81. Wir haben einen Bildungswert von 81 schon. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Dann haben wir doch bald die Arkäologie freigeschaltet. Guck mal, da braucht man eine Bevölkerung von 120.000, genau. Und ein Bildungsniveau von über 90. State Social Media, da müssen wir Social Media Policy verstaatlichen. Hier braucht man, bei Fusionskraftwerk braucht man ein Bildungslevel über 100, okay. Das wird, glaube ich, nicht so einfach. Education, der Carbon Capture Plant. Ein CO2-Einfangwerk sozusagen. Also da kannst du CO2 aus der Luft filtern. Wobei ich auch sagen muss, ich transferiere recht viel in die Staatskasse. Normalerweise steht ja hier nur 1% Übertragung an die Staatskasse. Also an den Staatshaushalt aus der Stadt raus. Ich übertrage 5% irgendwie. Das heißt, ich übertrage
fast 3000 Dollar von meinem Cashflow der Stadt. Also eigentlich hätte ich tatsächlich fast 7000 oder über 7000 an Plus. Vielleicht sollten wir das mal ein bisschen reduzieren, dass uns ein bisschen mehr Cash bleibt in unserer Bilanz hier. Dass wir ein bisschen mehr behalten. Machen wir mal nur 3% an die Starts. Guck mal, da haben wir schon 5500 an Geld. Müssen wir mal schauen, dass wir das mal machen. Jetzt habe ich natürlich auch die ganzen Devisen gekauft und so. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig dann. Aber so an sich läuft das ganz gut. Die Nachfrage ist jetzt auch nicht mehr ganz so exorbitant. Das liegt natürlich am Strommangel auch. Ich meine, ich könnte auch jetzt schnell ein Windrad bauen. Da würde ich wahrscheinlich das schnell kompensieren. Oder ein Solar-Dings hier. Können wir auch mal machen eigentlich. Das passt doch so ein bisschen hier dazwischen. Muss das eigentlich an der Straße stehen? Ja. Sonst hätte ich gesagt, ich baue das einfach in die Pampa. Warte mal, mach das mal hier hin. Geht das? Ja. Ja. Wie es nichts bringt. Es bringt einfach nicht genug Strom. Hat mich aber 9000 gekostet. Na guten Morgen. Ich sage ja, lieber auf Atomkraft sparen. Citizens Ability to Raise their Social Status. Die Möglichkeit, in die nächsthöhere Stufe aufzusteigen. Genau. 2%, das ist mehr, als wir sonst immer hatten. Sonst war das immer bei 0,3 oder so. Jetzt haben wir 2% Wahrscheinlichkeit, dass sie in die Mittelschicht aufsteigen. Und sogar 0,2%, dass sie in die Oberschicht aufsteigen. Krass. Das ist schon nicht, gar nicht so schlecht. Slum Demand ist sehr schlecht, das ist gut. Das heißt, die Leute können sich die Wohnungen leisten. Und müssen nicht ins Slum ziehen. Und Wachstum, Populationswachstum sieht in sich auch eigentlich gut aus. Ja, wir müssen mal was gegen den Verkehr machen. Das ist noch so ein Ding. Da habe ich ja noch gar keine öffentlichen Verkehrsmittel gebaut. Habt ihr mir auch schon gesagt, ich soll mal unbedingt Züge und U-Bahn und so machen. Jetzt muss ich aber erstmal nochmal ein AKW bauen, sonst haben wir dafür keinen Strom. Jetzt haben wir ein AKW und wir haben wieder Strom, sehr gut. Weil sonst bricht nämlich hier die Nachfrage bei der Industrie ein, wenn wir keine Energiesicherheit am Start haben. So, jetzt würde ich sagen, machen wir mal noch ein bisschen Office. Da ist nämlich gerade die Nachfrage ordentlich am Start. Machen wir mal hier noch was. So. Und hier drüben auch noch mal. So. Und hier auch noch mal. Ja, so. Ja, manchmal sieht man das nicht richtig, wenn er da das Feld dafür so ein bisschen noch hochziehen muss. Dann ist das manchmal so ein bisschen, sieht das komisch aus. Genau, so, das haben wir. Arbeitslosigkeit 1-2%. Nicht schlecht, nicht schlecht. Zustimmungsrate 56%. Wer stimmt mir eigentlich zu und wer stimmt mir nicht zu? Die Rechten stimmen mir zu, tatsächlich. Also die Konservativen, muss man eigentlich sagen, hier in dem Fall. Jetzt ist es ausgeglichen wieder. Ja, ist eigentlich relativ ausgeglichen. Wir sind immer noch eine kapitalistische Republik, tatsächlich. So, jetzt sind hier auch die Nachfragebalken nicht mehr am explodieren. Sehr schön. 4% Inflation? Why is that? Ich muss mal wieder Dollar kaufen. Ja, 4% Inflation. Holla die Waldfee. Holla the Wood Fairy. Warte mal, da muss ich mal ganz kurz hier mal bei Economy gucken. Die Handelsbilanz ist nicht so gut. Housing Demand ist... Ja gut, Arbeitslosigkeit und Housing Demand sind jetzt 1%. Wir müssen mal die Handelsbilanz noch mal ein bisschen drücken. Die Handelsbilanz kann man am besten drücken, indem man tatsächlich in demselben Feld diese Industrien ansiedelt. Also Farming muss man ausbauen. Also quasi eigene Landwirtschaft, eigene Agrarprodukte produzieren. Das senkt die Inflation. Ist mir zumindest aufgefallen, dass das so ist. Und man muss irgendwie, ja, Öl selber produzieren, halt Rohstoffe, ne? Rohstoffe in Eigenproduktion sind halt inflationsdämpfend. Also Nahrung, Energie, oh gut, Energie haben wir ja sowieso. Also hier, ne, Mining, Prospect for Resources on Land or Sea. Ah ja, hier haben wir nochmal Ressourcen, genau. Also ich sehe jetzt nicht irgendwelche Flecken, die mich darauf hinweisen, dass da irgendwie Ressourcen wären. Keine Ahnung. Ich meine, ich kann es ja mal probieren. Ich ziehe es einfach mal auf. Einfach mal probieren, einfach mal gucken. Gasfeld. Ah, guck mal. Ah, tatsächlich. Guck mal, diese Farben, die zeigen mir jetzt, wo Ressourcen sind. Hier kann ich eine oberflächliche Mine bauen. Da, wo diese orangenen Penübel sind. Und hier ist Gas tatsächlich. Ein Gasfeld. Dann bauen wir da... Jawohl!
Voll krass, ich habe mein eigenes Gasfeld. Ist das dann Fracking? Das ist dann Fracking, oder? Wenn ich das an Land mache irgendwie? Also ja, nicht unbedingt. Es muss nicht unbedingt Fracking sein. Es kann auch einfach eine Gasquelle sein, die über einen Bohrturm angebohrt wird, glaube ich. Wobei die Anlage sehr Fracking-mäßig aussieht, oder? So, ja, ich weiß nicht. Ich kenne mich damit nicht so aus, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall haben wir Gas. Das müsste auch deflationär sein eigentlich. Weil wir ja, ne, Rohstoffe, wenn wir Gas... Gut, wir nutzen Gas ja nicht, aber eigentlich vielleicht ja die Industrie. Weiß man nicht. Auf jeden Fall müsste es, wenn man eigene Rohstoffe hat, müsste es eigentlich deflationär sein. Ja, sehr schön. Meine lieben Freunde, das ist doch der Wahnsinn hier. Ich sag's euch, wie das läuft. Inflation runter, Bevölkerung rauf. Hier, Economic Freedom ist bei 66 jetzt. War da nicht auch irgendwas noch gewesen, das wir freischalten können mit Economic Freedom in der Größenordnung? Da war doch irgendwas. Education, wo war denn Economic Freedom ein Faktor gewesen? Wo war das denn? Hier, bei Prostitution, genau. Alter, Prostitution kann ich ja noch nicht machen. Das war ja hier bei Economy. Nee, Moment, wo war das? Bei Society war das. Ja, kein Plan, weiß ich nicht, wie ich das kriege halt. Diese Policy. Hier sind noch ganz viele Policies. Smartphone-Kontrolle, Drogenlegalisierung, Kriminalitätsrehabilitation. Affirmative Actions, was waren das nochmal? Affirmative Actions. Bestärkende Aktionen oder so. Modesty Law, okay. Familienplanung und Lobbyismus, okay. Ja, wie gesagt, ich glaube, es kann sein, dass wir für manche Sachen einfach nur noch mehr Menschen reinholen müssen. Wie gesagt, bei den Policies geht es nicht wirklich daraus hervor, was ich da brauche, um das freizuschalten. Das ist noch so ein bisschen so ein Mangel, finde ich, dass man das nicht so genau sagen kann, halt, was man dafür so braucht. So, wo haben wir denn eine hohe Nachfrage? Bei Middle Income Housing. Okay, wir müssen mal wieder ein bisschen die Häusermärkte. Wir brauchen wieder Häuser. Warte mal, wir müssen auch gucken, dass wir die Stadt ein bisschen mal hier nach unten noch ausbauen, sonst komme ich irgendwann einfach da an die Grenzen der Stadtausdehnung ran. Müssen wir mal schauen, dass wir mal das jetzt hier neben der Uni mal ein paar Wohngebäude mal noch bauen. Ich glaube, Wohngebäude bei der Uni sind keine schlechte Idee. Sollte man mal machen. Hier will er wieder nicht die große Größe will er hier wieder nicht. Dann machen wir das mal so. Und dann machen wir da eine... Wir können ja mal mit Allee, Baumallee mal machen. Sehr schön. Schöne Häuser am Start. Nachfrage ist hoch. Vielleicht irgendwas upgraden beim Government. Ja, das ist halt die Frage. Was? Ich kann die Regierungsgebäude nicht upgraden. Ich kann nur fiktive Jobs schaffen. Ich weiß nicht, ob fiktive Jobs auch unbedingt dazu führen, dass ich das freischalte halt. Kapitol, wenigstens 300.000 Nationalpopulationen, also nationale Bevölkerung auf Nationalebene, 30 Policies. 30 Policies jetzt, ja, wie ist es jetzt gemeint? Global vielleicht, ist es vielleicht auf nationaler Ebene gemeint, dass ich auf nationaler Ebene, aber die sind ja eigentlich national, die Policies, sind ja im ganzen Land. Deswegen checke ich das nicht so ganz. Was haben wir hier noch? Department haben wir schon. Department of Commerce haben wir schon. Zentralbank haben wir schon. Immigration haben wir schon. Government Headquarter. Ah, warte mal. Vielleicht müssen wir mal nochmal zum Government Headquarter. Vielleicht steckt das da drin. Da muss ich nochmal raus aus der Stadt hier, weil das Government Headquarter ist nämlich in der anderen Stadt. Wechseln wir mal hier rein. Das ist die Stadt, wo wir das Government Building, also das Hauptquartier haben. Da bin ich mal gespannt. Tyrell Corporation, Blade Runner Anspielung hier. Jetzt sind wir hier in diesem Revier und das ist unser Hauptquartier. Da steht jetzt 2 von 5. 2 von 5. Ah, ich weiß, woran es liegt, glaube ich. Ich weiß, woran es liegt. Wir müssen diese Stadt hier, dieses Quadrat weiter ausbauen, weil dieses Quadrat ist das Hauptstadtquadrat und das Hauptquartier, das Government-Hauptquartier, das wird geupgradet, glaube ich, je größer dieses Quadrat halt ausgebaut, also je mehr Bürger hier wohnen. Also wir müssen das hier, glaube ich, erweitern tatsächlich und nicht das andere. Also wir müssen dann jetzt in der nächsten Episode einfach mal hier ein bisschen weitermachen und dann
wächst das, glaube ich, von sich aus, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und dann können wir, glaube ich, auch die weiteren Policies dann machen. Und an dieser Stelle endet diese Episode City State 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die BR-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu City State 2, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis und es wäre eine sehr coole Sache, wenn ihr das machen würdet, eine sehr coole Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet und dann sehen wir uns gerne wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao!